Und damit willkommen zurück. Ich bin der Big Webber. Ihr seht Pokerogue, mein Elektro-Only-Run, Solo-Elektro-Run. Wir sind jetzt in Welle 101 am Meeresboden angekommen. Hoffen, dass wir einen Elektrofisch bekommen. Den würde ich gerne mitnehmen. Ansonsten ist Meeresboden für Elektro natürlich, ja. Kraftreserve. Was für Kraftreserve? Irgendein Typ her, hängen vom Anwender ab. Wer kann das lernen? Alle. Bei Magnezone reizt mich das ja schon, gell? Nehmen die Triplette. Komm, wir testen das mal. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Sehen wir da. Barschuft. Nicht das, was ich haben will. Kommt jetzt die Rübel? Nee. Jetzt werden sie schon gekommen. Loser. Das sind nicht die Fische, die ich haben will. Superbälle haben wir noch welche. Taibeere erhöht den Spezialangriff. Tantrak. Tantrak ist ein cooles Pokémon, finde ich. Sogar tatsächlich für Gift oder für Drachenrun. Interessant. Rogbälle. AP Plus auch gut. Boah, aber Rogbälle. Nehmen wir mal mit, wer weiß. Wir müssen jetzt mal schön voll heilen. Fast voll. Ciao, Barschuft. Lockparfüm. Sonderbonbon. Ist auch nicht das, was ich haben will. Ich glaube, da ist nichts dabei, wo... Nee. Vielleicht hat Magnezone noch irgendwas. Spiegelkäpp, Magnetregler. Elektrofeld, Elektroball, Gyroball. Funkensprung. Bango ist natürlich ganz interessant, aber ansonsten Knuddler. Ich muss Zwango nochmal lesen, Leute, sorry. Anwender tanzt seinem seltsamen Rhythmus und zwingt das Ziel mitzumachen. Dieses nimmt dabei die Fähigkeit des Anwenders an. Ah ja. Wir nehmen Zwango mit. Ich will das mal testen. Vielleicht können wir das gebrauchen gegen die starken End-Pokémon. Wailord. Auch nicht der Fisch, den ich haben will. Sonderbonbon, Voltrian. Weiter hoch, mein Freund. Bis Kryodon. Auch nicht das, was ich brauche. Nochmal ein Sonderbonbon auf Voltrian. Wieder ein Wailord. Schade eigentlich. Ich habe gehofft, er kommt. Laschminze. Plus Verteidigung, Spezialverteidigung. Volltreffer. Wir haben Arena leider Juan. Juan. Ja, das ist schlecht, ich weiß. Melsa ist Boden. Dafür haben wir Gigasauger, mein Freund. Tut mir leid. Du hast es versucht. Was haben wir jetzt? Cedra King. Sehr stark.
aber nicht stark genug. Ein Wallreiser. Sorry. Also Wassergepokémon sind also wirklich für uns. Relikant. Ein interessantes Pokémon, aber auch nicht der Fisch, den ich haben will. Der Fisch wird nicht einmal gesehen, diesmal Lampi heißt da, glaube ich, Lanturn. Ich weiß es nicht genau. Oh, die Hydro-Pumpe hat uns voll erwischt, aber wir tanken die. Ciao, Quaiutsu. Besiegt. Wir können in die Höhle. Da könnte man vielleicht Flünschling, glaube ich, bekommen. Vulkanen sind Feuer-Pokémon. Feuer ist nicht gut für uns. Wir gehen in die Höhle. Wie ist Donnerblitz gegen den? Er hat Robustheit. Oh, das war ja so klar. Ja, mach ihn weg. Robustheit ist kacke, die überleben mit einem Lebenspunkt. Ja. Erinnerungspilz. Wir haben nichts gefangen, brauchen wir nicht. Nehmen wir Superlock dafür mit, dann kämpfen wir halt doppelt. Ah, die Rocket-Rübel kommen jetzt. Jo, was? Tötet sich selbst. Okay, Hammer. Eisstrahl. Elektroball ist eklig. Haben wir auch nicht gekriegt. Wir waren nicht im Kraftwerk. Sollte ich das Spiel wirklich mit 4 Pokémon beenden? Ja, ist ja gut. Der Hammer. Erste Rüpel weg. Jetzt schon Max-Level, weil durch die ganzen Sonderbonbons. Elektronetz. Muss aber dran. Nein. Ja. Hatschu. Gigasauger auf Saltigan. Du machst Surfer auf alle. Sehr gut. Boah, Schmetterlappe ist sehr effektiv. Scheiß Gigasauger und du machst einen Knüttler. Hält sich ein bisschen. Dünapilz. Ist Voltriant. Wer ist das, der Denne? Nö. Magneson? Nö. Pikachu? Pikachu, von mir aus. Gigasauger auf Knagger. Jetzt sind wir fast wieder geheilt. Müssen wir mal ausnahmsweise einen Hitzekoller einsetzen? Gengar, okay. Fibor. Fibor. Und Garados. Ciao. Also kommt jetzt Giovanni, ne? Erstmal alles übertragen, was die Dinge übertragen. Dann heilen wir uns. Bis Nugget. Ja, dann komm mal, Giovanni.
Okay. Ciao, Knacker. Wir haben alle schon Max-Level, also... Gleich nochmal. Gleich nochmal. Mach das Gleiche nochmal! Spiel das Gleiche nochmal! Spiel das Gleiche noch... Nein, das war ein Fehler. Verdammte Scheiße. Na egal. Passt. Meine Bären! Da ist eine Billigkeit. So, was haben wir noch? Mega Kangama. Die heilen uns. Und töten uns. One-Shot. Alles klar. Giovanni besiegt. Oh, den hatten wir noch gar nicht besiegt. Der taucht aber nochmal auf. Lohkraut. Nehmen wir mit. Problem ist, egal wen ich jetzt nehme. Wir haben noch 2 Gigasauger. Wir sollten mal den kaufen. Top-Äther. Gut, Flitiamo ist natürlich, ja. Bonbonglas nochmal. Oh ja, warum nicht? Nein, Donnerblitz! Wie er jede Runde eine Beere aufhebt. Ein Backpacker. Warum? Kamerup, das ist blöd gegen uns. Moment. Meins. Nee, das ist mein Geld. Ja, cool. Ja, ist okay. Bin ich dann gleich fertig. Okay, dann brauche ich gar keinen mitnehmen. Oder was? Achso, nee, ja, dann nehme ich ihn doch mit. Lass dann, ja, alles klar. Gut, weiter. Ja, Frauchen ist in Urlaubsvorbereitungen. Bin ich ja wirklich sehr dankbar drum, dass sie das alles macht und hier aufnehmen kann für euch. Aber morgen, also zum Stand der Aufnahme, morgen geht's in Urlaub. Ihr bekommt natürlich eure Videos. Aber mal eine Woche Pause von allem. Gut, gut. Ein Tektas. Schade drum. Schönes Pokémon. Heikland ist Drachen, ne? Und Boden und so Zeug. Ja, dann gehen wir doch nochmal an den See. Machen wir es uns einfach. Das heißt ja nur Monoran schaffen. Wie? Ist ja meine Sache. Auch wenn das für euch natürlich jetzt nicht der Mega-Content ist. Vielleicht kommt ja irgendwann noch dieser Fisch oder der Vogel. Gebt die Hoffnung nicht auf. Oh, Mega-Armband nehmen wir auch noch mit. Nein, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich mit Pikachu passiert. Wer hat ja diesen Pilz bekommen? Sehen wir jetzt. Nein, was kann. Was kann Pikachu jetzt durch diesen Pilz? Wir bräuchten jetzt nochmal einen Donnerstein. Dann könnten wir den noch auf Raichu entwickeln. Genau, braucht kein Mensch. Wir nehmen noch mehr Geld mit. Geld ist immer gut. Azumarill hätte ich gerne in meinem Water-Only-Run gehabt, eigentlich, die Planung, aber den habe ich da nie gesehen. Nur als Marill. X-Treffer. Da ist wieder Lursadin. Nein.
eine Ass-Trainerin. Dragoran. One Hit. Also Voltrian ist schon. Aua. Voltula. Den hatte ich noch gar nicht. Voltula ist auch Blitz. Was bist denn du, Koalini? Aua. Den habe ich auch noch nicht gefangen. Gierspenst, können wir auch sagen. Ja, Gierspenst. Schau, Corazon. Hatte ich auch schon überlegt mitzunehmen, Wasserrun. Granfogita! Ein geiles Pokémon, aber auch geil gegen Feuer. Feuer, geil dagegen. So. Protein, Angriffswert, Elektro. Ein Lamus. Und dann sind wir nämlich durch den See gleich schon wieder durch. Belebersamen. Der schmeckt doch richtig gut. Der Run läuft echt gut. Bis jetzt, ich kann mich nicht beklagen, aber ich will es nicht jinxen. Ein Donnerzahn. Wäre doch eigentlich für Belektro. Anstatt den Funkensprung? Warum nicht? Wieder Garados. Wie oft haben wir Garados jetzt schon besiegt? Schon oft auf jeden Fall in dem Run. Ich könnte eigentlich mal rollen. Protein. Mal Belektro. Golking als Boss. Ich schaudere. Ciao. Mann, wir gehen mal in den Sumpf. Komm, wir probieren was Neues aus, auch wenn ich es vielleicht bereuen werde. Morlord. Nein. Nein. Gigasaug auf Morlord. Donnerblitz auf Implacator. Auf jeden Fall schon mal platt. Hatte One-Hit tot mit dem Nassschweif. Wie schlecht ist Pikachu? Gut, es regnet noch dazu, ja, aber. Er war zu schnell als ich. Weiß gar nicht, kommt auf 135 jemand oder nicht? Ich glaube nicht. Gigasauger auf Max hoch. Nochmal Brennerwarz. Sag mal, gibt es eigentlich keinen Flinchlick irgendwo? Das ist doch auch ein Blitz-Pokémon. Da ist doch Flinchlick. Okay, jetzt passt auf. Donnerblitz auf ihn und Lichtkanone auf ihn. Sehr gut. Setzen seinen Spezialangriff immer weiter runter. Elektrofeld ist gut für uns. Wir nehmen sogar einen Hyperball.
Flunschlag. Spezialangriff 0. Wow. Alter, was für beschissene KPs. Ne, DVs heißt es, glaube ich. Der hat Angriff 5, Spezialangriff 0, Verteidigung 1, 9. Oh Gott. Oh, mir wird schlecht. Aber falls wir noch einen bekommen sollten, nehmen wir ihn natürlich nochmal mit. Also ein Erinnerungspilz wäre jetzt gut. Zu gucken, was der alles kann, können, könnte. Eine Forschminze. Was hat denn der für ein Wesen überhaupt? Mutig. Angriff hoch, Initiative runter. Oh Scheiße. Jundelagi. Jetzt ein Züchter. Polycon, das kenne ich gar nicht. Glaube ich zumindest. Oh, Sandsturm. Hypoteros haben wir auch noch nicht benutzt. Habe ich auch noch gar nicht gehabt. Und wohin genau? Haben wir auch noch nicht. Mogel, also Mobile wird zum Mogelbaum. Stein Only Run, ne? Kommt irgendwann. Dummissel. Wow. Guter Landa. Talanda einfach mal, ne? Ach ja. Züchter besiegt. Stab ist fürs Weitergeben von Effekten beim Wechseln durch auf Fallen und Gang werden. Wir wechseln ja eigentlich so gut wie nie die Rollen. Da ist der Pilz. Grundstück, was kannst du denn? Aquaknarre, Donnerschock, Lehmschelle, Ausdauer, Lehmschuss, Tiefschlag, Sprungfeder, Lehm, Brühe. Geofissur. Ladungsstoß. Greife Menschen und denkt eventuell, die Genauigkeit ist die. Bräuchte ja eigentlich der Flunschlick. Die Genauigkeit, ne? Ist ja ein mega scheiß Pokémon Flinchlick. Gefällt mir überhaupt nicht. Der lehrt mich eines Besseren. Gerne. Janina. Gift-Pokémon. Diponitox. Ich
Eva gebumst, ist nicht schön für uns. Womit? Okay, 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 meine ganzen Bären. Erst dann wird es wieder effektiv. Dann wird es easy. Hammer. Boah, Friedhof. Friedhof sind Geister. Gibt's ein Pokémon Geist Blitz? Keine Ahnung. Hohes Gras ist Pflanzenscheiße. Wir gehen auf den Friedhof. Das ist auf jeden Fall Feuer. Ja. Elabra. Was kommt bei 140? Kommt da irgendwas? Übertragen, Dedenne, alles an Voltrian. Großlinse geht an Magneson. Dupat. Ich natürlich nur Geist. Danach müsste der Untergrund kommen, ne? Oder Abgrund. Mortipot hat doch bestimmt Hochrüstung. Bringt uns aber nichts. Ciao. So, die letzten Wellen für heute stehen an, liebe Leute. Wir nehmen nochmal Nugget. Ein Zwirrfinst. Also Friedhof war, glaube ich, die richtige Wahl, weil die Geister machen uns nicht wirklich Angst. Noch eine Beere rein. Ivy kommt, okay. War so klar. Gigasauger, direkt getötet. Ciao, Ursaluna. Hitzekoller. Verfehlt. Okay, die Kanone interessiert mich nicht. Ey. Na also. Der scheiß Nebel macht uns ungenauer, das ist das Problem. Blitz, One-Hit, Flambirex. Na gut, wir sind gnadenlos überlevelt, aber da ist ja Rayquaza. So, und jetzt die Hoffnung. Die Hoffnung wird leider nicht erfüllt. Warum hat er jetzt die Quicklaw nicht eingesetzt? Jetzt haben wir einen Belebersamen verbraucht. Da nimmt er jetzt seine Quicklaw. Typisch. Typisch. Gut, Adeboom ist easy zum Schluss. Adeboom ist immer sehr dankbar. Abedom, Adeboom, Adeboom, ist auch egal. Alle Bären getriggert, die wir haben, ist zum Kotzen. Drachenzahn aufgehoben, wir haben keine einzige Drachenattacke. Scheiße ist das. Ah, wir haben genug Geld eigentlich. Heilen wir ihn? Wir heilen ihn einmal. Komm. Minigma. Dein Kostümenspuk ist aufgeflogen. Ah, es war nicht optimal. Ich habe einen Belebersamen dafür aufgeben müssen. Und ich habe einen Haufen Bären verloren. Banette. Die nette Banette.
Eigentlich sollte ich hier für sagt's mir, für Geister-Pokémon hätte ich ja eigentlich mal sammeln sollen, ne? Für den Geist-Only-Run. Na egal. FC Billy easy. So, was kommt als Boss? Ich weiß es nicht. Grauen Magie. Ciao. Gut, liebe Leute. Wir haben. Jetzt kommt der Abgrund, oder? Der Abgrund als nächstes. Gut, Leute, wir haben 150 Wellen überstanden mit unserem Elektro-Only-Run. Das ist sogar relativ easy going. Ne? Man merkt, also es läuft echt gut. Wir haben jetzt auch 6 Blitz-Pokémon bekommen durch Flunschlick, der eigentlich aber mega scheiß Werte hat. Ja, in der nächsten Folge dann das große Finale im Elektro-Run, die letzten 50 Wellen. Da wird es nochmal richtig spannend. 165 kommt Giovanni nochmal. Es kommt die Rivalin nochmal und natürlich die Top 4 und zum Schluss in Dynalus. Schauen wir mal, was wir tun können. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Mittag, Abend, Tag, was auch immer. Lasst gerne Like, Abo, Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.